Tasting Stream, die dritte Runde, heute mit Tangiers. Wir testen alle 15 Tangiers-Sorten in einer Sitzung durch und fangen direkt an mit der Sortenübersicht. Und dann gucken wir uns hier einmal alle Sorten an, die es gibt. Also erstmal die unerfreulichen Nachrichten. Das Ganze kostet 5,95 Euro für 25 Gramm. Das tut auf jeden Fall weh, aber das war ja leider zu erwarten, dass Importtabak aus den USA relativ teuer wird, wenn es den hier legal zu kaufen gibt. Ist halt leider so. Es gibt 15 Sorten, es gibt auch so ein Booster-Pack. Und die Sorten sind Cane Mint, Strawberry, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Maraschino Cherry, dann der Lemongrass. Übrigens zu beachten ist, das hier ist Maraschino Cherry, da sind aber Zitronen mit drauf. Warum, weiß ich nicht ganz, weil einen Zitronentouch habe ich jetzt aus Maraschino Cherry noch nie rausgeschmeckt, aber ist da wohl mit drauf. Dann haben wir Lemongrass und auch auf Lemongrass ist hier Ingwer mit drauf, also mal gucken, ob wir davon dann auch später was rausschmecken. Kiwi, Kashmir Peach, Kashmir ist übrigens so eine indische Gewürzmischung für alle, die jetzt noch gar keine Erfahrung haben mit Kashmir. Kashmir ist wirklich so ein Liebs- oder Lasses-Ding, es gibt sehr viele Leute, denen es absolut gar nicht schmeckt und dann einige Leute, die es abgöttisch lieben. Juicy Peach, Green Tea, Foreplay on the Peach, das ist ein Pfirsich- und Wassermelonen-Tabak. Dann haben wir Eric's Mango, Cream Soda, also so eine, ja, Soda heißt eigentlich alles in den USA, was so eine Art Softdrink bei uns ist. Nur, dass da halt Sahne mit drin ist und hier ist auch noch eine Vanille drauf, haben wir auf jeden Fall Angst vor, oder zumindest ich. Sieht sich da einer von euch? Ja. Yep. Ja, würde ich mich auch. Ja, gut, perfekt. Okay. Nur noch eine Person hier hat Geschmack. Dann haben wir noch den, Blackberry Lime und den 2005 Blueberry. Das sind die Sorten, die wir heute durchtesten. Und wir haben euch die auch schon hier auf dem Kopfbau-Ding einmal, auf der Kopfbau-Cam einmal wunderschön hingelegt und werden die nacheinander durchbauen. Und ich übergebe so dann an Alex und seinen Kopfbau. Yes, Sir. Ich glaube, dann fange ich sogar mit einem Klassiker an, und zwar... Ach, Alex, vielleicht Marvin, eine Besonderheit. Ja. Tangiers und Kopfbau ist ja ein relativ besonderes Thema. Ja. Deswegen einmal noch die Frage an dich. Wie würdest du oder wie baust du dir persönlich am liebsten Tangiers? Das sind jetzt zwei ganz unterschiedliche Fragen. Wie baue ich den, wie würde ich den bauen, wenn ich es empfehlen würde? Soll ich sagen, wie ich ihn mir persönlich baue? Ja. Ich persönlich, wie du den am liebsten raust? Ich persönlich präferiere Darkpin allgemein im Meerloch und ich würde auch im Tangiers eher im Meerloch bauen, wenn Funnel. Auch dann wenn pur? Pur wahrscheinlich sogar fluffig im Funnel. Also es gibt noch die Möglichkeit, gerade wenn ihr das erste Mal Tangiers probieren wollt und auch den, das erste Mal pur probieren wollt, würde ich empfehlen, den angedrückt im Funnel zu benutzen, weil dann so ein bisschen das Nikotin rausnimmt. Also er knallt nicht direkt so. Okay. Würde ich sagen. Ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist. Ja, da komme ich bei meinem Kopfbau zu. Okay. Ne? Aber ich persönlich werde den mir auf jeden Fall fluffig gleich in den Funnel reinhauen. Okay. Ja, genau. Das ist so die Herangehensweise bei mir. Kannst du auch am Anfang nochmal einmal den Zipper zeigen? Ja, genau. Hier haben wir, so kommt Tangiers in der OVP bei euch an, in so einem Zipbeutel. Und könnt ihr hier oben einfach an der Lasche aufreißen. Dann habt ihr hier wieder einen Verschluss. Das heißt, könnt ihr auch gescheit aufbewahren, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht umpacken wollt, aber ist auf jeden Fall luftig verschlossen, soweit die Dinger das halt hergeben, sage ich mal. Also ich habe hier gerade schon ein bisschen umgerührt, falls ihr das gesehen habt. Und wir werden das jetzt, wie gesagt, ganz fluffig bauen. Ich werde es wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach hier reingeben und dann am Ende verteilen. Hier gibt dann auch ganz eigene Tangiers-Bauweisen. Bin mal gespannt, ob das euch noch einer zeigen würde. Ansonsten mache ich das vielleicht auch beim zweiten Kopf, wenn man den noch bauen kann. Aber wie gesagt, ich persönlich würde den auf jeden Fall fluff bauen und auch auf Kontaktebene, das heißt nicht unbedingt ein riesiges Overpacking, aber auch nicht auf Abstand, weil Abstand wollen wir hier nicht. Ihr seht einfach wirklich ganz locker hier in den Kopf rein. Tangiers ist auch von der Molasse sehr, sehr angenehm, super eingezogen, habt da nichts Überschüssiges, eigentlich alles, was ihr in der Tüte habt, ist wirklich verwertbares Produkt. Und ich finde, man kriegt es auch ziemlich gut aus der Verpackung. Ja, das stimmt. Jetzt einfach unsere typische Donutform noch da reinmachen, also vom Rand weg, von der Außenseite weg und auch von der Innenseite gleich noch ein bisschen weg, so ein bisschen gleichmäßig verteilen und dann passt das eigentlich auch schon alles. So, nochmal Innenseite. Jetzt sind wir, glaube ich, hier wirklich unter 10 Gramm geblieben. Da hat Marvin auch noch ein bisschen was von seinem Tabak. Rauchen wir hier nicht so viel Cane Mint weg. Bin sehr gespannt, wie er im Vergleich zu normalen ist. Machen wir erstmal einen Rand sauber. Oh, hier unser fertiges Köpfchen. Über den Rand gebaut, werden einen schönen Kontakt haben. Alles super fluffig. Habe ich Bock drauf. Und dann darf der Nächste gerne bauen. Hast du auch an dich die Frage? Ja. Wie baust du dir Tangiers am liebsten? Bisschen angedrückt im Funnel, ansonsten aber fluffig im Meerloch. Okay, also ja. Findest du, geht beides? Ja, ich rauche beides gerne so. Also es geht auf jeden Fall. Aber okay.
Ja. Und dann würde ich mir tatsächlich am liebsten, ich nehme die 1. Und zwar ist das der Blaubeere. Blaubeere 2005. Das ist falsch. Ist das nicht richtig? Nee, ist 1 ist Lemongrass. Ah, perfekt. Dann nehme ich den Lemongrass. Ich dachte, war mir so sicher, dass die 1 die Blaubeere ist. Nope. Nee, Blaubeere für den Chat wäre die Nummer 24. Ich glaube, Lemongrass wird so ein Ding, da kannst du 10%, 15%, 20% maybe reinmachen für so einen besonderen Touch. Ja, ich denke auch, das kommt in so fruchtigen Mischungen richtig gut. Aber pur, glaube ich, wird das nichts. Glaube ich auch nicht. Aber grundsätzlich mal die Frage, raucht ihr Tangier-Sorten pur? Nie. Nee. Nie. Nur, ich muss wirklich Bock drauf haben, weil das halt den Eigengeschmack vom Grundtabak extrem hat. Aber meistens auch gemischt. Weil wir haben es ja gerade vorhin schon kurz davon gehabt, dass wir Tangiers hauptsächlich mischen eigentlich. Und das Ganze jetzt pur durchzuprobieren ist ein bisschen, ja, das sagt eigentlich nicht unbedingt viel aus. Also man kann aus dem Tabak wahrscheinlich mehr machen in einer guten Mischung. Absolut. Als dass man die pur wegzieht. Ja, also auch wenn sich jetzt jemand Tangiers für zu Hause holt, ich würde sagen, also ich rauche Tangiers nie pur. Das haben wir früher ab und zu mal gemacht, aber ich finde das auch nicht so geil. Dafür wäre mir auch einfach zu schade. Aber gut, ich habe 12,1 drin. So, alles gut. Der Phil baut jetzt. Phil, einmal auch an dich die Frage. Was die ist dein Lieblingskopfbau für Tangiers? Also ich rauche Tangiers eigentlich nie pur, deswegen würde ich einfach auch mal mit demselben gehen wie bei Alex. Und zwar einfach ein bisschen fluffig, aber halt ja, in einem Funnel. Also nicht zu hoch, nicht zu angedrückt. Eigentlich ein normaler Funnel-Kopfbau, wo halt auch noch gut Durchzug ist. Und das probiere ich jetzt mal hinzubekommen, ja. Ich habe gebaut und ich bin bei 12,6 Gramm rausgekommen. Und ich habe auf jeden Fall ein Kontakt-Setup. Und gerade mit den Noppen vom Onmo wird es auf jeden Fall ein bisschen mehr sein. Aber ja, wie gesagt, ich schaue jetzt einfach mal, wie es wird. Und dann darf der Marvin weitermachen. Ja, und der Marvin weiß auch schon, was er sich baut. Der nimmt sich nämlich die 94, falls sie noch nicht weg ist. So, dann vielleicht noch zu meinem Kopfbau. Ich habe vor 4 Jahren oder so habe ich ein Video zu der Arby's-Technik gemacht. Da legt man erstmal relativ fluffig den Tangiers in den Kopf und haut ihn dann mit seiner Hand rein, weil Tangiers oft, wenn er pur geraucht wird, relativ komprimiert geraucht wird. Nicht super komprimiert, aber schon ein bisschen angedrückt. Und so kann man das eben auch bei der Arby's-Technik machen. So, ich habe übrigens 10,8 Gramm jetzt drin. Und man kann das auch meiner Meinung nach heute noch so rauchen. Ich rauche den mittlerweile, aber wie gesagt, meistens so zu 30%, wenn ich den mit reinmische in dem Kopf und dann baue ich den wie jeden anderen Tabak auch. Das wäre für mein Köpfchen hier schon wunderbar. Genau 10 Gramm haben wir drin. Wundervoll. Dann schmeiße ich mir auch noch ein Onmo drauf und ich höre da auch schon Kohlekorbgeklapper. Das heißt, wir sind ready, oder was? Dann gehen wir rüber. Wir sind ready. Wir haben schon Kohle drin. Attacke. Erste Tasting-Runde beginnt, Freunde. Welche Sorte hast du, Asti? Ich habe den Lemongrass, das ist die Nummer 1. Und wie findest du den? Pur sehr schwierig, weil es ist natürlich ein Flavor, der sehr speziell ist und pur kann man das so, also würde ich das so nicht rauchen. Es schmeckt nach, ich würde mal sagen, nach so einem Zitronen-Limetten-Abrieb eher und dann hast du so ein bisschen was von der Pflanze, würde ich einfach mal behaupten, ja. 10%, 20% im Kopf, absolut fein, aber pur ist das wirklich, wirklich Krise. Zeig ich mal her. Lemongrass, meine Meinung, also wie der Hasti schon gesagt hat, pur ist das auf jeden Fall ein No-Go. Er ist relativ bitter, finde ich. Ja. Also man hat definitiv keine Süße oder sonst was am Start. Und es schmeckt wie Zitronengras riecht, wenn du das gerade aufschneidest. Also wenn ihr mal Zitronengras irgendwo reingepackt, ich nehme nochmal einen Zug, wenn ihr mal irgendwie ein Teiggericht gekocht habt und ihr da Zitronengras für aufschneiden musstet, so wie das riecht auf eurem Schneidebrett, genau so schmeckt der Flavor auch. Kann man sagen, ja. Ja. Aber um das pur zu rauchen, auf gar keinen Fall, Digga. Kannst du nicht machen. Ich hatte letztens davon 20% oder 30% in der Mischung drin. Da muss ich auch sagen, so war das auch nicht geil. Also es war auch schon fast zu viel. Ja. Also ich würde sagen, 10%, 15%, maybe 20% in den Mix. Je nachdem, wie dominant die anderen Flavor sind. Aber mehr würde ich nicht reinmachen. Ja. Ich habe gerade eben ja auch schon mal ein bisschen was von dem Lemongrass genommen. Also 2 Züge. Und ich muss sagen, für mich wäre es jetzt nichts. Aber auch nicht in den Mix? In einem Mix vielleicht tatsächlich, aber ich finde, ja, für mich wäre jetzt nichts. Ich kann da jetzt auch gar nichts so genau zu sagen. Schmeckt halt nach, ja, man merkt eine Zitronennote raus. Aber ja, er ist vor allem nicht so intensiv wie jetzt letzte Woche die ganzen Focular-Sorten, die halt wirklich krass intensiv waren. Ja, also ich muss auch sagen, für mich 100% ein Mischtabak. Vielleicht nochmal allgemein, was man vielleicht dazu sagen könnte zu Tangiers, also mein Empfinden nach, ist Tangiers auf jeden Fall allgemein nicht so extrem süß, was die Aromen angeht. Die sind immer ein bisschen eher authentisch gehalten, immer ein bisschen
herber und ihr könnt jetzt nicht erwarten, wenn ihr jetzt keine Traube von Focolor habt, zum Beispiel ein Purpleen, habt ihr nicht das gleiche Aroma in einem Tangiers, was diese Süße angeht. 100%. Und ich finde, das merkt man auch beim Lemongrass sehr, sehr krass, weil ihr habt hier wirklich eine herbe Zitronennote und so ein, ja, sowas Pflanzliches, würde ich es behaupten, so Gras drinne. Nee, aber zum Mischen kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, pur auf keinen Fall. Okay, next flavor. Hasti, was sagst du zum Cane Mint? Ist genau das, was ich erwarte von einem Cane Mint. Also einfach eine süße Minze, die auch noch relativ kühl ist. Also ich mag zum Beispiel Minze nicht, die absolut nicht in diese kühle Richtung geht. Und das ist hier natürlich nicht der Fall. Hier habt ihr wirklich eine Kühle am Start. Hier habt ihr eine sehr, fast schon Pfefferminze auch, würde ich sagen. Und mit einem Teil Zuckerrohr. Und das ist einfach der Cane Mint. Und that's it. Wichtige Frage. Same, same wie der ausländische? Weil das ist ja die brennende Frage, ne? Ja, mit TBD. Ja. Ich schmecke da keinen Unterschied. Okay. Ja. Ich bin gespannt. Und Alex, was sagst du zum Cane Mint? Ja, hast du ja am meisten geraucht. Ja, ich habe auch am meisten geraucht. Ich muss sagen, ich schmecke da auch keinen wirklichen Unterschied zum normalen Cane Mint, um ehrlich zu sein. Jedenfalls habe ich den normalen lange nicht mehr pur geraucht. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, ist das Cane Mint von Tangiers aus den USA, würde ich dir wahrscheinlich sagen, ja. Also, der ist wirklich süße Minze, hat eine sehr angenehme Frische drinne. Und kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, den auch wieder in Mischungen reinzupacken. Bin froh, dass der jetzt so in dem Format in Deutschland ist. Gutes Fazit. Was sagst du? Also ich sag, der kommt auch sehr nah ans Original dran. Also ich müsste beide gleichzeitig probieren, ob ich da einen Unterschied rausschmecke oder nicht. Aber ich würde sagen, das ist 1:1 das Gleiche. Schmeckt sehr, sehr, sehr angenehm. Und ja, ich würde sagen, kommt auch so ein bisschen eine Pfefferminznote durch. Also ist auf jeden Fall eine sehr angenehme Minze. Ist jetzt auch nicht zu kühl oder sonst was, sondern es ist einfach ein angenehmer Geschmack. Und ja, würde ich auf jeden Fall so gerne nochmal nehmen. Da kann ich mich doch nur anschließen. Also, wenn du mir jetzt sagen würdest, das ist der ausländische, hätte ich es auch geglaubt. Ja. Also, ich schmecke auch keinen Unterschied, was krass ist. Ja. Also, Cane Mint war fast die Sorte, wo ich mir am meisten Sorgen drum gemacht habe. Ja, dass die nicht so an das Originale rankommt, sondern dass da halt durch TBD und alles, dass da so viel dran rumexperimentiert werden muss. Dass die super weak jetzt ist. Aber das ist eine sehr leckere Minze. Ihr habt recht, geht für mich auch so leicht. Es hat so einen Pfefferminz-Tee-Touch. Also es geht schon in Richtung Pfefferminze. Und kühle finde ich, da hatte ich jetzt auch ein bisschen Angst vor beim puren Kopf, dass das zu krass wird, finde ich sehr angenehm. Fragt mich sowieso, wer das kontrollieren will, welche Inhaltsstoffe drin sind. Wird ja in den USA hergestellt. Bei RF zum Beispiel wird der Deutsche ja gegebenenfalls in Deutschland hergestellt. Du hast das mal miterlebt? Ich habe es live miterlebt und zwar war ich damals in einem Shop und dann kam die Lebensmittelkontrolle. Und die fragt den Shopbesitzer, gib mir jetzt bitte 2 Dosen von verschiedenen Firmen und dann nehmen die mit. Und dann verschweißen die einmal. Und 2 Dosen kommen nochmal verschweißt zu dem Shopbesitzer und die bleiben da, bis die Lebensmittelkontrolle nochmal kommt. Und dann werden eben die Aromen rausgenommen und dann wird geguckt, ey, halten die sich an TBD, halten die sich an die ganzen anderen Vorschriften und that's it. Also genau so wird es kontrolliert. Also das wird kontrolliert und das kann man kontrollieren. Ja. Wichtig. Bei mir läuft die Nummer 94 Maraschino Cherry. Ist auch, also ich habe den ja sehr viel geraucht, ne? Aber ich habe den eigentlich immer gemischt. Ich habe den sehr viel gemischt, ich habe den sehr selten pur geraucht. Deswegen ist es schwer, was Gescheites zuzusagen. Aber von meinem Empfinden nach ist der auch 1:1 wie der ausländische. Es ist eine relativ herbe Kirsche, die dann noch eine Amaretto-Mandelnote im Hintergrund hat, ne? Also eine Maraschino-Cherry sind nochmal diese Cocktailkirschen. Diese Cocktailkirschen werden eingelegt in einen Amaretto-Likör. Also ein Mandellikör sozusagen. Und ich finde, das schmeckt man auch eindeutig raus. Das ist genau die Kirsche, wie ich sie liebe. Ich würde den aber noch mit was Süßem mixen, weil hier würde mir pur die Süße fehlen. Again, es ist aber auch kein Tabak, den ich normal pur rauche. Aber wenn man den mischt und noch diese süße Note mit reinkriegt und dann diese Amaretto-Kirsche-Note, das ist meine absolute Traumkirsche. Ja, kann ich mich nur anschließen. Eine saure Kirsche, wirklich, wird jetzt auch keinen Unterschied zum Original merken. Und ja. Man könnte fast sagen, das ist das Original. Saure Kirsche, ihr habt wirklich so einen leichten Säurefilm auf der Zunge beim Einatmen. Ansonsten hinten raus ein bisschen herber die Kirsche. Wie gesagt, ihr könnt bei Tangiers nicht so was extrem Süßes erwarten. Und finde ich super gelungen. Also kann ich mir auch hier wieder super vorstellen, den in Deutschland zu holen und auch zu benutzen in verschiedenen Mischungen.
nicht nur du kannst dich da anschließen, sondern ich würde auch sagen, das ist eine sehr, sehr, sehr geile Kirsche. Also man merkt, dass es keine typische normale Kirsche ist, im Sinne von sowas wie, jetzt sag ich einfach mal, White Cherry von Kismet oder mir fällt gerade spontan keine andere Kirsche ein, aber es Loyal ist zum Beispiel noch. Loyal, ja. Sondern man hat einfach noch was Besonderes mit dabei, aber schmeckt sehr angenehm, sehr, sehr, sehr gut und ja, finde ich sehr lecker. Ich habe den Ausländischen nie geraucht, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, woher du die Mandelnote da rausschmeckst tatsächlich. Für mich schmeckt der einfach nur nach einem leckeren Sauerkirsch-Flavor. Keine Süße, nichts. Tick zu wenig intensiv, würde ich auch noch behaupten. Also mir persönlich. Findest du weniger intensiv als andere Tangiers-Flavor? Also ein Cane Mint oder so? Ja, voll. Okay, ja, Cane Mint würde ich sogar mitgeben. Ja, der ist auch intensiver. Ja. Aber trotzdem super leckerer Flavor. Angenehm zu rauchen, der Kopf zumindest. Kann man wirklich machen. Ja. Dann kommen wir zu Phipsys Tabak und das war welcher? Das war die Nummer 3, das war die Strawberry, also eine Erdbeere. Und ich habe den ja jetzt schon die ganze Zeit geraucht und ich muss sagen, ich finde den mega, mega gut. Schmeckt super angenehm. Grundsätzlich ist, glaube ich, Erdbeere auch so ein Flavor, der selten gut gemacht wird. Und ich würde sagen, das ist wirklich einer von den besseren. Schmeckt auch meines Empfindens nach intensiv genug, dass er was kann. Wie gesagt, kommt eine sehr authentische Erdbeere dran. Unglaublich leckere Erdbeerflavor. Also den habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Und also Erdbeere ganz schwierig als Flavor. Und ich habe vorhin dran gezogen, ich so, what the fuck, wie geil ist diese Erdbeere bitte? Die ist super, super gut getroffen und hat wirklich Potenzial zu den Besten zu gehören. Also ich kann deinen Enthusiasmus nicht ganz nachvollziehen. Wenn du mir bei dem Erdbeere sagst, der ist geil, aber bei dem Cherry sagst du, der ist nicht intensiv genug. Ich finde den Erdbeere gerade mal halb so intensiv. Unglaublich lecker. Ich finde auch, das ist überragend für Erdbeere. Wirklich überragend. Aber ich glaube, wenn du den mit dem Cane Mint oder sowas mischen würdest, vorbei. Ja, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde die Erdbeere an sich vom Flavor her sehr, sehr gelungen. Also es ist wirklich authentische Erdbeere. Nicht zu chemisch, nicht zu süß. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Erstes Ründchen. Check. Zweite Runde Tasting. Der Alex fängt an. Yes. Ich habe die 129, den Blackberry Lime. Und im Geruch hatte man schon so eine sehr, sehr saure Note im Vordergrund und die Brombeere wirklich sehr weit verschwunden, würde ich schon fast sagen. Spielt sich meines Erachtens auch wirklich im Geschmack wieder. Ihr habt eine sehr, sehr saure Hauptnote und im Nachgang, so im Nachgeschmack, habt ihr so eine leicht süße, bisschen schwere Brombeere. Finde ich aber an sich vom Flavor her sehr, sehr lecker, obwohl ich jetzt eigentlich nicht so dieser typische Lime-Zitronen-Fan bin, aber diese Säurenote gepaart mit so einer leichten Süße gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Vom Geruch her fand ich den krasser, aber ich finde, der schmeckt mega, mega geil. Also man schmeckt beides raus, man schmeckt sowohl die Blaubeere als auch die Limette raus und schmeckt meiner Meinung nach sehr geil. Brombeere, sag ich doch. Ja, kann auf jeden Fall was. Mein Fazit zum Blackberry Lime. Also wirklich eine Sache, die durch die Bank weg bei Tangiers meiner Meinung nach immer gegeben ist. Die Flavor sind sehr, sehr authentisch. Also du hast keine überladenen Flavor, du hast keine Candy Flavor, du hast nicht irgendwie, dass du denkst, das ist doch wie ein Kirschlolli schmeckt oder wie ein Brombeerbonbon schmeckt. Das schmeckt wirklich für Shisha-Tabak bei fast allen Flavoren, die wir bis jetzt hatten, so nah an dem Original, wie das nur geht. Und deshalb vielleicht auch ein bisschen für mich begründet die Intensität, weil wenn das jetzt noch stärker wäre, also ich denke, ein bisschen stärker wäre das auf jeden Fall mit mehr Hitze. Wir hätten uns neue Kohle anmachen müssen, aber grundlegend kann man zum Flavor trotzdem was sagen. Die Brombeere, die Blackberry-Note, sehr nice. Die Limettennote auch krass am Start. Das ist ein schön saurer Flavor, so wie das eben wäre, wenn du eine natürliche Brombeere und eine Limette gepaart hast. Ich finde den saugeil. Ich finde es trotzdem immer wichtig, dazu zu sagen, dass es halt so authentische und nicht zu überladene Flavor sind. Weil sehr, sehr viele Tabakmarken und Sorten einfach wirklich überladen sind. Und da müsst ihr einfach wissen, was ihr wollt. Weil wenn ihr Tangiers raucht, könnt ihr nicht erwarten, habe ich ja am Anfang schon gesagt, dass ihr so einen extrem süßen, überladenen Pinkman zum Beispiel habt. Oh ja. Sondern wirklich einfach was Natürliches, ein bisschen leichter. Und das müsst ihr auch beachten, wenn ihr den mischt. Das heißt, wenn ihr jetzt nur 10% von dem Blackberry Lime reinmacht und dann irgendwie 90% Pinkman, dann wird er den auf jeden Fall auffressen. So, und das ist halt so ein bisschen das, was ihr beachten müsst. So, Hasti, dein Fazit. Ich kann mich euch eigentlich einfach nur anschließen. Also ihr habt einen super leckeren Flavor am Start, eine sehr schöne saure Note von der Limette und dann kommt irgendwo noch so eine Brombeere einher und das war's. Aber
es funktioniert und es funktioniert sehr gut in diesem Mix. Und genau das war aber auch oder war meine Erwartung, als ich Blackberry Lime gelesen hatte. Dann würde ich jetzt weitermachen. Ja, welchen hattest du? Ich hatte den Nummer 20, den Juicy Peach und soll, denk mal, einfach ein süßer und fruchtiger Pfirsich sein. Und meiner Meinung nach hat es auch gut getroffen. Wie gerade eben schon gesagt, er ist nicht zu überladen, aber er schmeckt meiner Meinung nach sehr lecker. Also Pfirsich würde ich auch sagen, ist auch so eine Tabakart, die kann man auch schnell vergeigen als Hersteller. Und ich würde aber sagen, dass der auch auf jeden Fall zu den Top-Tabaks gehört, die man quasi dann in sich bauen kann. Also findest du für einen Pfirsich gut? Finde ich für einen Pfirsich sehr gut, ja. Okay. Also ich muss sagen, geht so. Finde ich eher nicht so stark. Es wirkt für mich eher wie ein Peach, wo du wie eine natürliche Pfirsichschorle, aber mit zu viel Wasser. Also ich finde, der wirkt sehr verdünnt. Ich finde ihn nicht so intensiv und auch nicht in dem Sinne, wie wir eben so oft beschrieben haben, dass Tangiers halt einfach natürlich gehalten ist. Ich finde ihn einfach zu wenig intensiv. Ich muss dir zum Teil auf jeden Fall widersprechen, weil ich finde den Pfirsich vom Flavor an sich her wirklich überragend. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Wo ich dir recht geben muss, ist auf jeden Fall in Mischungen, denke ich auch, dass der untergehen wird. Aber den Kopf kann ich auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall so weiterhauen. Finde ich wirklich einen sehr, sehr gelungenen Flavor. Sehr natürlich gehalten, auch wieder nicht zu süß, sondern wirklich so eine leichte Säure, die noch mitschwingt. Wirklich nicht zu viel, trotzdem ein schön süßer, saftiger Pfirsich. Also mir gefällt der auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich schmecke da direkt einen Pfirsich raus. Ich weiß nicht, was du hast tatsächlich mit dem. Aber findest du den intensiv? Nee, intensiv ist er nicht. Aber also findest du den weniger intensiv als andere Tangiers Flavor? Ja, okay. Kann ich noch mit einhergehen. Es ist so, wie wenn du so einen Pfirsichsaft hast, glaube ich, wo du so die Hälfte noch mit Wasser aufgemixt, also wie nennt man das? Aufgefüllt. Aufgefüllt, danke schön. Aber das ist ja genau mein Punkt, nur dass ich gesagt habe, so als ob du halt einfach zu viel Wasser genommen hättest. Wenn ich mir jetzt überlege, werde ich mir davon noch eine Packung holen? Auf gar keinen Fall. Würde ich nicht machen. Ich glaube, ich würde mir davon noch eine Packung holen. Okay. Also ich finde den ja echt gut. Ja. Okay, dann, na, deswegen haben wir ja mehrere Leute am Start. Aber wie gesagt, wäre halt auf jeden Fall so ein Mix, wo ich, wenn ich würde auf jeden Fall mischen. Und wenn ich ihn mischen würde, wäre es auf jeden Fall ein Mix, wo ich mindestens 60-80% von dem Tabak brauche. Ansonsten denke ich auch, dass er untergehen wird. Alright, was machen wir als nächstes? Wir können deinen nehmen. Ja, dann, ich habe noch die Eric's Mango. Also vom Geruch her war der übertrieben süß und wirklich geisteskrank geil. Der Geschmack ist, wie der Tangiers typisch, würde ich sagen, eher neutral, authentisch und nicht überaromatisiert. Das zieht sich da für mich wirklich komplett durch die Tangiers Flavor. Den hätte ich mir allerdings wirklich noch einen Ticken süßer gewünscht, weil das vom Geruch so beeindruckend war, dass ich mir halt gewünscht hätte, dass er mehr nach dem schmeckt, wonach er riecht. Er schmeckt aber wirklich nach einer astreinen Mango. Meines Empfindens nach, für das, dass es eine Mango sein soll, und ich bin eigentlich Mango-Fan, also ich finde den Mango von Sibero zum Beispiel ziemlich stark. Ich finde auch den Mango von, ich meine, es war Theo. Ich meine, Theo hatte auch mal eine Mango. Die waren beide, da jetzt haben wir es gerade eben schon von dem Thema gehabt, die waren beide auf jeden Fall intensiver. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass beide sehr süß vom Grundaroma sind. Genau, ja. Also daran kommt der Tangiers nicht, das geht in eine ganz andere Richtung. Und für mich selber wäre es jetzt tatsächlich nicht so der Mango, den ich mir gerne bauen würde, wenn ich mir einen Mango bauen würde. Ich finde, im Geruch hat er so was leicht Sahniges. Habt ihr das auch? Nee. Nee? Im Geruch oder so, im Geruch. Wenn du weder so dran noch riechst, okay. Also ich habe da nichts Sahniges. Ich habe da so was leicht Sahniges, leicht Cremiges noch gehabt. Ich finde, der hat auch so ein bisschen was von so einer Liquid-Mango. Ja, ne? Ja. Also diese nicht süßen Liquid-Mangos. Ja, genau. Ich finde aber trotzdem, ist ein super Flavor. Was sagst du, Alex? Ja, also ich bin ja auch nicht so der krasse Mango-Fan, wenn dann von Sibero, und der ist auch schon sehr süß. Mir kommt der Mango hier von Tangiers eher so rüber, als ob das noch eine nicht ganz ausgereifte Mango wäre. Also da fehlt wirklich für mich die Süße. So eine Mango, die du im Supermarkt holst und du weißt nicht genau, wie alt die ist, und dann hast du sie leider 3-4 Tage zu früh aufgeschnitten. Genau so würde ich den Tabak beschreiben. Ja. Gut, dann jetzt neue Kohlen, neue Runde, dritte Runde. Let's go. Tangiers, bei mir persönlich immer Medium oder sogar Low Heat, um euch nochmal den Tangiers Way näher zu bringen. Bei Tangiers rauchen die den tatsächlich so, die haben so halbe Selbstzünder.
Also es sind sehr komische Kohlen. Ja. Die sehen so ein bisschen silber aus und das sind Selbstzünder, aber wohl für Selbstzünder ziemlich gute Selbstzünder. Der Punkt ist aber ein anderer. Bei Tangiers rauchen die den mit Alufolie, manchmal mit Alufolie und einem Sieb, meistens aber nur Alufolie und machen dann 4 von den Kohlen an. Das sind aber halbe Kohlen. Und in Amerika sind generell die Kohlen, die man hat, auch noch deutlich kleiner. Also in Amerika gibt es oft 22, 23 Cubes. Ich glaube, Hooker John hat jetzt eine XXL-Reihe rausgebracht und das waren dann 25er. Ich wollte gerade sagen, also wo ich glaube, Deutschland sagen würdest, wo XXL, Digga? Ja, ich glaube, zu klein. Ja, 25er ist in Amerika so Maximum. Ja, 25 ist das Maximum. Und die haben davon sogar halbe und machen sich 4 an. Und darauf legen die dann die neue Kohle, um die wieder anzumachen. Und der Eric Hoffman hat sich dann Köpfe gebaut mit teilweise, also ne, der Gründer von Tangiers, der hat sich dann Köpfe gebaut mit teilweise 30, 40 Gramm Tangiers drin und hat die aber genauso einfach, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Stunden auf jeden Fall übertrieben lange einfach durchgeraucht. Immer relativ wenig Hitze, schön verteilte Hitze. Und dann hat er einfach seine geilen Aromen genossen. Ne? Der hatte jetzt auch nicht riesige Wolken oder so. Nee. Das waren nette Rauchentwicklungen, guter Geschmack. Und dann hat er das einfach ne, so einen Arbeitstag lang ne, hat er da durchgezogen. Ist halt so ein bisschen dieses Oldschool-Shisha-Rauchen. So ja. Dieses Ganze mit dem viel Rauch, viel Aromen, was wir vorhin hatten. Das ist ja eher so dieses Moderne. Ja. Und Oldschool ist wirklich so wenig Rauch, einfach auf den Geschmack achten. Und ja, kennt man heute halt nicht mehr so. Und deswegen ist ja auch Tangiers so besonders, gerade jetzt in Deutschland. Weil ich bin auch sehr gespannt, wie die Leute, die jetzt Normaltücher rauchen, Tangiers so aufnehmen werden. Also ich glaube, Tangiers wird in Deutschland auf jeden Fall einige Leute, die vor allem die Leute, die komplett unvorbereitet reingehen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel den Stream guckt und ihr davon noch ein bisschen was mitnehmen könnt, könnte das schon ganz gut sein. Aber ich glaube, Leute, die komplett unvorbereitet in Tangiers reingehen, sich den kaufen und bauen wie jeden anderen Tabak, werden maybe nicht die schönste Experience ja, damit haben. Werden vielleicht auch ein bisschen überfordert sein. So die Stärke, ja. Die Aromen, die vielleicht nicht so sind wie gewohnt. Gerade vielleicht, wenn man mit Mischungen anfängt und denkt, hier, wo ist eigentlich mein Aroma vom Tangiers? Wo Peach? Wo? Ja. Hä? Könnten da schon ein bisschen überfordert sein, da gebe ich dir recht, ja. Deswegen, ich bin mal gespannt und ich hoffe, dass der Stream und auch das folgende Video dann vielen noch helfen kann, was Tangiers angeht. Ich hoffe es. Aber jetzt erstmal anrauchen und dann kommen wir zurück mit der dritten und vorletzten Runde. Wir hatten gerade noch die Frage, soll man die Tangiers-Packung auch offen liegen lassen? Also es gibt allgemein diesen, ich will nicht sagen Mythos, weil es ist stellenweise schon was dran. Tangiers soll man akklimatisieren lassen. Tangiers ist vakuumverpackt in California. War es nicht California? Nee, es war glaube ich nicht California. Ist ja auch egal. Okay, der ist vakuumverpackt in der USA. Und es gab früher Produktionen, die du dann zu Hause geraucht hast, die wirklich geisteskrank gedrückt haben. Und dann hast du die Packung offen stehen lassen, sodass sich der Tabak akklimatisieren konnte. Ich muss sagen, ich habe das in den vergangenen 2 Jahren mit keinem Tangiers mehr machen müssen. Also bei mir liefen alle wunderbar und hatte keine Probleme damit. Ich muss sagen, es kann jetzt auch sein, dass es einfach nur Vorstellung ist, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass auch bei den Sorten, die ich aus dem, die ich aus Amerika mitgebracht bekommen habe, dass wenn ich die umgefüllt habe und die dann trotzdem nochmal eine Woche standen, dass die nochmal ein bisschen besser geworden sind. Aber du konntest die auf jeden Fall auch super von Anfang an rauchen. Also es gab auf jeden Fall diese Produktion, die du zu 100%... Also früher war das krass. Ja, früher war das wirklich... Wenn du direkt in den Kopf geraucht hast, bist du gestorben. Ja, bist gestorben und hattest keinen Geschmack. Ja. Also mein Vorschlag wäre der, vielleicht gehst du da mit, wenn du eine Tangiers-Sorte hast, die wirklich massiv geschmacklos ist oder extrem drückt, lass die mal 2-3 Tage offen stehen. Ja. Einfach wirklich Packung aufmachen, liegen lassen, 2-3 Tage warten und dann gucken, wie er ist. Ja. Oder? Wäre wahrscheinlich ja. Die beste Taktik. Würde ich auch mitgehen. Ja. So, ich habe den, ich muss gerade nochmal lügen, welche Nummer war es? 87, den Kiwi. Und bei uns auf dem Discord kann ich kurz mal erzählen, da gab es in den letzten Tagen die Story, dass der nicht so gut schmecken sollte. Der hat anscheinend sehr verbrannt geschmeckt und ist von Anfang an. Und muss man auch dazu sagen, Hasti und ich waren ja vor ein paar Tagen, als wir bei der Intertabak waren, noch bei Marc. Und Marc und Nico haben sich auch nicht nur einmal über den Kiwi beschwert. Ja, und ja, mit der Einstellung bin ich jetzt quasi gerade in den Kopfbau rein und habe auch jetzt nochmal eine Kohle gekippt, relativ früh am Anfang schon. Ich muss sagen, geschmacklich überzeugt er mich jetzt nicht. Ich finde, es ist kein starker, krasser Kiwi, schmeckt jetzt aber auch nicht verbrannt. Also, dass er verbrannt schmeckt, das weiß nicht, woher das kommt. Aber ich finde, geschmacklich ist der leider nicht so stark. Also, wenn ich jetzt vergleiche, ich habe jetzt den Kiwi-Stoner von Blackburn, der aber halt auch wieder Kiwi und Kühle ist.
oder und Essig. Und Essig, ja. Oder den Kiwi Smooth von Must Have, aber es ist ja auch Kiwi und eher Apfelsaft. Also halt schon sehr süß. Und der ist mit keinem von beiden vergleichbar und meiner Meinung nach kommt da das Aroma nicht so ganz geil rüber. Also, ich finde den übertrieben geil. Ich finde den übertrieben geil, aber ich verstehe, was die Jungs meinen mit, der hat direkt verbrannt geschmeckt. Wenn man sich einen puren Kopf von diesem Kiwi baut und man halt nicht so eine überladene Kiwi wie im Kiwi-Stoner, im Kiwi-Smoothie zum Beispiel hat, und dann noch diese sehr penetrante, gerade bei dem Flavor, sehr penetrante Tangiers Grundtabaknote durchkommt, kann ich verstehen, wo die herkommen. Aber wenn ich mir versuche, die Tangiers Grundtabaknote wegzudenken, das, was übrig bleibt, ist so eine beeindruckende Kiwi-Note. Ich will nochmal ziehen. Sorry, aber das ist der einzige Kiwi-Flavor, wo ich sagen würde, das ist eine authentische Kiwi. Das kann ich zu keinem anderen Kiwi-Flavor sagen. Der hat eine sehr starke Grundtabaknote. Sogar, du guckst Phil verdutzt an. Ich bin da voll bei dir, Marv. Ich finde die Kiwi echt gut. Das kann es nicht sein, wirklich. Aber der ist so gottlos scheiße. Dann liegt es vielleicht auch einfach an mir, dass ich einfach kein Kiwi-Flavor bin. Nein, es liegt nicht an dir. Ich glaube wirklich, die Leute, die sagen, der schmeckt verbrannt oder... Ich glaube wirklich, das ist die Grundtabaknote von Tangiers, die den meisten Leuten dann missfällt. Weil das, was übrig bleibt nach der Grundnote, ist wirklich so eine beeindruckende Kiwi-Note. Aber er hat eine sehr würzige, sehr penetrante Grundtabaknote. Sogar für einen Tangiers. Ich finde auch, du hast auf jeden Fall diese würzige Note mit dabei. Aber ich finde trotzdem, dass du so noch richtig... Also natürlich wieder auf Tangiers-Niveau vom Intensitätslevel. Aber für Tangiers eine richtig schön säuerliche Kiwi... Ich find's geil. War es der Kopfbau? Findest du ihn jetzt besser oder findest du ihn immer noch scheiße und kannst nicht nachvollziehen, was wir sagen? Ich kann nicht nachvollziehen, was ihr sagt. Ich finde ihn echt nicht gut. Also er ist saurer als in meinem Kopf, als ich ihn zum ersten Mal geraucht habe. Aber, diese Kiwi-Note, die am Ende im Mund bleibt. Pink Grapefruit. Machen wir mal mit meinem weiter. Ich zieh noch einmal. Das ist, again, in typischer Tangiers-Manier, möchte ich schon sagen mittlerweile, eine natürliche, sehr saure, sehr gut getroffene Grapefruit. Als würdest du dir eine Grapefruit, also eine Grapefruit auspressen und den Saft trinken. Anders, also viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Geht gleich in diese Grapefruit-Richtung von Rhino. Nicht? Okay. Aber also so ein paar Noten überschneiden sich ein bisschen, ja, aber... Ich finde, also wenn du jetzt jemandem sagst, der schmeckt ähnlich wie der Aino und der probiert den, dann wird er das, glaube ich, nicht fühlen, die Aussage. Ja gut, weil die Grundtabaknote halt noch eine andere ist. Ne? Ja. Aber so von dem Flavor an sich finde ich schon sehr... Weiß ich nicht. Okay, nicht. Aber ja, gut, also bei mir schon. Ja. Gut, bei mir schon, aber ich kann dir auch zustimmen. Es ist einfach... Wir können auch den Schlauch schon weitergeben. Es ist einfach nur Grapefruit. Grapefruit. Grapefruit, genau. Es ist einfach... Ich wollte Grapefruit sagen, aber das ist ja der Fall. Das ist ja der eine. Das ist ja falsch. Das ist einfach nur Grapefruit und dann ganz entspannt und fertig. Ja. Mehr ist es nicht. Und es ist geil. Kann man machen. So, also zum Grapefruit muss ich sagen, ich finde, der ist lange nicht so intensiv wie der Aino Grapefruit. Habe ich auch nicht gesagt. Nee. Aber klar, geht halt logischerweise in dieselbe Geschmacksrichtung. Schmeckt auch meiner Meinung nach einer authentischen Grapefruit. Und wäre jetzt leider trotzdem nicht mein Fall von Tabak. Also ich würde eher zu dem Grapefruit dann greifen, wenn ich einen Grapefruit haben will, ja. Pure, säuerliche Grapefruit, sehr authentisch gehalten, wie von Tangiers mittlerweile eigentlich gewohnt, wie ihr es vielleicht schon rausgehört habt. Das eine oder andere Mal. Also ich finde den Flavor wirklich sehr gelungen. Also es ist wirklich so einer der Flavor, die ich so am gelungensten finde, was die Authentizität gepaart mit der Geschmacksintensität angeht. Ja, finde ich sehr gut. Ich habe Blaubeere gehabt. Blaubeere 2005, um genau zu sein. Das ist wild. Weil, der ist wirklich lecker. Ich habe am Anfang gar keine Blaubeere geschmeckt, sondern einfach, ich habe irgendwas geraucht, aber es war einfach lecker. Und dann kam, pass auf, ist sehr merkwürdig. Okay, das ist wirklich wild. Wirklich, ne? Ja. Ja. Und dann, aber so langsam kam dann Blaubeere. Keine Ahnung, ne? Aber du hast... Digga, der ist echt richtig strange. Aber der hat halt... Holy shit, was passiert da? Der hat so eine Note... Die kann ich nicht zuordnen. Nee. Die kann ich nicht zuordnen, ist aber unfassbar geil. Vanille. Ist das Vanille?
aber nicht dieses süße Vanille, sondern Vanilleschote. So herbe, leicht parfümige Vanillenote. Würde ich mich einfach mit anschließen, weil ich es nicht weiß. Übel geil. Also, das Ding pur ist auch absolut ein Brett. Aber auch im Vordergrund, ne? Ganz, ganz strange. Ja. Ganz, ganz strange. Ja. Hat nichts mit so einer ganz normalen Blaubeere zu tun. Hast du auf gar keinen Fall. Wer ist so ein Fuck Your Life Blaubeere da irgendwie erwartet? Vergiss es. Nee, gar nicht. Vergiss es. Also, die erste Blaubeernote, die man abbekommt, geht so ein bisschen in diese Blaubeer-Getränke-Richtung. Okay. Finde ich. Ja. Aber, also die Noten, die da noch mitschwingen, erinnern an so Vanille, cremig, sahnig. Ich weiß nicht mehr, was ich alles gesagt habe. Vanille, cremig, Kokos, sahnig. Cremig, sahnig, parfümig. Also es ist wirklich ein Abenteuer der Gefühle, wenn man in diesem Tabak zieht. Ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal einen Tabak geraucht habe, der so komplex von seinem Geschmack war und in dem Moment, als ich das erste Mal ausgepustet habe, in meinem Gehirn ein Feuerwerk gestartet hat, vor Verwirrung, ja. Freude aber auch, weil der ist lecker. Der ist übel lecker. Aber er ist auch wirklich... Hat nichts mit der Blaubeere komplett zu tun. Wild. Also schon auch. Ja, aber nicht... Also, wenn ich Blaubeere rauchen möchte, nehme ich nicht den. Ja, aber also, nee, also, der schmeckt nach Blaubeere, aber nicht nach der Shisha-Blaubeere. Ja, okay. Aber nicht weißt nach Blaubeere-Blaubeere. Nicht nur. Ich finde, du hast schon ganz klare Blaubeernoten auch im Mund. Aber nicht im Vordergrund. Also, probier wenn ich mal. Jetzt auch an dem Nachgeschmack noch arbeite, probier noch mal. Ist full Blaubeere. Du hast im Vordergrund keine Blaubeere. Digga, im Vordergrund ist es irgendwas. Das ist ein Tabak, da könnten wir 3 Stunden drüber philosophieren. Ja, nur diese schon, eine ja. Sorte. Das ist so, du hast eine 4-spurige Autobahn und so 1,5 Spuren sind ganz klar Blaubeere. Aber das schwingt noch super. Der Vergleich sehr stark an der Stelle. Also ich würde mit den beiden mitgehen. Es ist auf jeden Fall nicht nur Blaubeere. Ja, probier es das, ist was ganz Spezielles. Da schwingt auf jeden Fall noch irgendwas mit. Also ich würde auch sagen, dass es eher was Cremiges ist, was da noch mitkommt. Und es ist jetzt keine brutal fruchtige Blaubeere oder sowas. Dann so. Die Blaubeere an sich 100%. Meinst du? Ja, 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 ja. Aber das, was da mitkommt, ist... Ja, das nicht. Das auf keinen Fall. Hey, der Pick von Alex. Das ist Abenteuer, oder? Das ist einfach Abenteuer. Abenteuer im Tabak. Also ich glaube, wir können uns da jetzt ewig lang totreden, was wir da alles mit rausschmecken. Blaubeere safe. Vanille würde ich auch mitgehen. Ja. Aber da ist noch irgendwas anderes drin. Ich weiß. Denk mal an Kokos, Sahne, Vanille. Zieh noch mal, denk da dran. Sahne, Vanille. Ja, Kokos würde ich, glaube ich, noch. Kokos. Umso mehr ich so in die Richtung gehe, so dieses, das weiße Red Bull. Ja. Habe ich nämlich auch. Also wirklich, das ist der wildeste Tabak. Aber trotzdem. Weißes Red Bull von der Geschmackskomplexität, ja. Aber auf authentisch. Nicht so dieses. Auf authentisch. Auf authentisch, ja. Authentisch. 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 Ja, haben Sie es nicht gehört. Nicht dieses chemische, überpunchte, sondern wirklich so: Du hast eine Blaubeere, dann kommt noch irgendwas leicht cremiges mit. Ja. Irgendwas, was dich komplett verwirrt. Alles. Aber, ja, aber alles. Es ist. Alles an diesem Tabak. Okay. Alle begeistert, aber auch sehr verwirrt. Ja. Ja, würde ich, glaube ich, würde ich so unterschreiben. Was hat denn der Alex da drin, Hasti? Alex, was war das nochmal? Foreplay on the Beach. Oh. Ah, okay. Also Pfirsich und Wassermelone. Ja, Wassermelone, ganz klar rauszuschmecken. Wirklich, ist sehr lecker tatsächlich. Mhm. Auch, also ich mag ja persönlich auch Wassermelone, ich rauche das gern. Mhm. Ganz klar rauszuschmecken, Pfirsich wo? Gehe ich zu 100% mit. Also echt? Wo? Ja. Also ich weiß nicht, ob es am Kopfball liegt oder sonst irgendwas. Also würdest du mir sagen, ich rauche einen puren Wassermelone, würde ich dir zu 100% anschreiben. Oh krass, weil ich kenne ja den Flavor. Ja. Ich habe den gerade jetzt offen bei mir ausländig daheim. Ja. Und ich glaube, ich habe sogar heute habe ich den zum letzten Mal geraucht. Ja. Das ist also... Für sich nicht vorhanden. Also so ganz leicht im Hintergrund kannst du erahnen, dass da noch irgendwas Süßes, Exotisches mitschwingt. Ja, aber nur wenn du es weißt. Ja, nur wenn du es weißt. Ansonsten, ja. Wenn du mich da hinsetzen würdest, ich probiere, ich sag dir, was Melonentabak. Also ich würde auf jeden Fall mitgehen, dass es nicht nach Pfirsich schmeckt, sondern dass da auch eher eine Wassermelone mit rauskommt. Schmeckt auf jeden Fall interessant, aber wäre jetzt auch nichts, was ich mir jetzt holen würde, ehrlich gesagt. Also ich habe mir da irgendwie mehr Pfirsich erwartet, ein bisschen mehr fruchtigen Ansatz und es ist... Für mich ist es komisch, so ein bisschen. Ihr habt ja am Anfang gesagt, gar kein Pfirsich. Finde ich nicht. Ich finde, man schmeckt schon Peach raus. Ganz leicht im Hintergrund. Also, aber das musst du auch wissen. Ich finde, wenn du es nicht weißt,
jetzt wo ihr das gesagt habt, das schmeckt nicht so viel anders, wie das schmeckt, wenn ich mir den mixe. Und ich finde, man schmeckt Peach raus. Plus die Wassermelone, ihr wisst das normal, wenn ich einen Wassermelonen-Flavor baue, ich renne. Mit Wassermelone kannst du mich jagen. Aber warum? Und warum auch immer, ich mag diesen Tabak. Dann gleich nächste Runde. Zum Glück läuft er in der Fall. Hast du, war der erste Eindruck nicht so gut? Was ist? Wo ist mein Mundstück? Also ich musste kurz die Aufnahme starten. Wir haben den ersten Zug vom Hasti vom Cream Soda verpasst. Wo ist mein Mundstück? Und er hat sich wohl gottlos geschüttelt. Das hier. Sehr vielen verschiedenen Ansichten. Sei es zu Tabak, zu Reis oder auch zu Aspartam. Ja. Ich glaube, was halt auch... Was denn? Was ist denn jetzt schon wieder? Er hat sich gerade geschüttelt, ne? Hast du es begeistert? Der Root Beer! Hast du es schmeckt? Das ist so schlimm. Ich hab noch nicht mal beigeraucht. Nee, nimm noch einen Zug. Nee, hast du, komm. Nimm noch einen Zug. Oh Mann. Hast du, war der erste Eindruck nicht so gut? Was ist... Wo ist mein Mundstück? Also ich musste kurz die Aufnahme starten. Wir haben den ersten Zug vom Hasti vom Cream Soda verpasst. Und er hat sich wohl gottlos geschüttelt. Das hier. So, nach der kleinen Eskalation durch Hasti, wo wir uns alle wieder beruhigt haben. Alex! Ja, Marvin. Was hast du hier gebaut? Okay, wir fangen bei mir an. Kashmir Peach habe ich am Start. Und ja, ihr habt... Ja, weil... geruchlich direkt diese pure Kaschmirnote im Gesicht, im Hintergrund so einen schönen süßen Pfirsich und 1:1 würde ich das am Geschmack beschreiben. Ihr habt auf jeden Fall diese Kaschmirnote direkt beim Einatmen im Mund, muss man einfach drauf stehen. Wie würdest du Kaschmir beschreiben? Gewürzmischung aus Indien. Ja, Gewürzmischung trifft es glaube ich auch sehr, sehr gut, wenn ihr den raucht. Und im Hintergrund dann aber ein schön süßer Pfirsich. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob der auch so normal ist, ob der so extrem von der Kaschmirnote ist. Ich finde, bei allen Kaschmirsorten ist Kaschmir zu viel mit reingemischt. Ja, ich finde den nämlich schon sehr krass. Ich habe den halt immer nur in Mischungen geraucht und jetzt hier muss ich sagen, Kaschmir einfach full on da. Ich rieche hier auch nur noch Kaschmir. Ja, und dann hast du halt diese Pfirsichnote, die im Abgang mit dabei ist. Ist aus Erfahrung ein geiler Flavor zum Mischen, würde ich aber niemals pur rauchen. Also ich habe gerade eben den ersten Zug genommen und ich muss sagen, der Kaschmir, ich bin leider gar kein Kaschmir-Fan und die Gewürznote, die kickt mich in den ersten Sekunden schon ziemlich arg und ich müsste auch sagen, der übertüncht auch für mich zumindest den, was ist noch drin? Peach, Pfirsich, genau. Ja. Der übertüncht für mich den Pfirsich ein bisschen arg, also wenn ich es nicht Das Ding ist, wenn du jetzt mal einen puren Kaschmir rauchen würdest. Ja, das wäre nicht mein Fall, also ja. Kann ich dir jetzt schon prophezeien, das wäre keine gute Idee für mich. Ja, mein Fall ist es ganz sicher nicht. Also ich mag Kaschmir auch nicht, aber ich finde den lecker. Also ich finde den absolut geil. Ich würde den auch pur rauchen, gar kein Problem. Krass. Also dann magst du aber Kaschmir. Ja, dann musst du Kaschmir mögen. Nee. Hast du schon mal Tangiers Kaschmir geraucht? Ich habe im Omera einen Kaschmir-Kopf bekommen von dem Ümit. Aber nicht pur? Nicht pur. Ja, okay. Und den mochte ich aber auch nicht. Also aber das ist halt Kaschmir. Okay, aber ich finde den lecker. Also das ist 95% Kaschmir. Ja, mit einer Pfirsichnote im Abgang. Aber vielleicht gefällt es so mir. Aber vielleicht gefällt es mir dann deswegen. Also ich mag's. Ja, maybe. Actually. Ja. Also ist geil. Also der Passion Fruit. Ich muss sagen, ich finde von der Süße her geht's. Also am Anfang haben wir ja geraucht in der Pfeife vom Hasti, wo davor Lemongrass drin war. Und da hat man bloß Lemongrass geschmeckt. Jetzt schmeckt man auch actually die Passion Fruit raus. Und findest du? Ja, doch. Also halt nicht stark, nicht unfassbar intensiv, aber man schmeckt es auf jeden Fall raus und ich finde, der geht klar. Also wäre es aber für mich auch kein Flavor. Jetzt zieh bitte nochmal ja? Und denk nochmal an den Kiwi. Weil wer mir erzählt, dass der Kiwi verbrannt schmeckt, was meiner Meinung nach die Grundtabaknote ist und nicht dasselbe über den Passionfruit sagt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Jetzt, ja, ich weiß wieder, was Marvin meint. Die Grundnote vom Tangiers, die kommt einfach, also ich würde sagen, die schmeckt man fast eher raus als überhaupt den Geschmack. Ja, für mich ist das fast purer Grundtabak. Okay.
gehe ich vollkommen mit. Du hast Grundtabak mit ein bisschen exotischem Touch, aber Grundtabak auf jeden Fall im Vordergrund. Mhm. Hier ist genau andersrum als beim Kiwi. Hier hast du zuerst so eine süß-säuerliche, exotische Note beim Einatmen, ja, aber dann full-on die Grundtabaknote im Mund und finde ich nicht geil. Also ja, für mich wäre es nichts, weil das Ganze, also die Grundtabaknote, die macht es halt wieder für mich kaputt zumindest. Ja, aber das finde ich weitaus extremer als die Kiwi. Also echt? Kiwi fand ich, Kiwi finde ich auf jeden Fall viel angenehmer zu rauchen als den Passion Fruit jetzt. Also ich finde, du schmeckst eindeutig eine säuerlich. Digga, warum sagen die Leute, die sich beim Kiwi beschwert haben, dann jetzt bei dem? Ich finde den gut. Nee, also du hast hier eine säuerliche, leicht süße Passionsfrucht am Start. Ja, aber zu 10%, der Rest ist Grundtabak. Wenn du einatmest, hast du zu 100% so eine süß-säuerliche, exotische Note auf der Zunge. Und dann hast du nur noch Grundtabak. Würde ich nicht sagen. Also sehr Mixed Feelings beim Passion Fruit auf jeden Fall. Ja. Gut, der grüne Tee, den ich hatte, sodass der Phil jetzt auch endlich weiß, was er da gerade geraucht hat. Ja. genau dasselbe Spiel. Das ist ein Grundtabakfest. Also du hast einen Hauch, einen Touch am Ende von einer Heu-/Tee-artigen Geschmacksentfaltung. Aber also auch bei dem grünen Tee, also wer schon immer mal Grundtabak rauchen wollte. Gehe ich voll mit in dem Fall. Also ich finde, der Grundtabak, der übertönt das wieder ein bisschen arg. Ich glaube, Alex ist anderer Meinung. Ich finde es bei dem jetzt nicht so extrem wie beim Passion Fruit. Ich finde, da hast du auf jeden Fall diese grüne Teenote im Mund. Bei weitem nicht so extrem wie beim Passion Fruit, die Grundtabaknote. Du hast ja auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall da, die ist auch eher im Vordergrund. Im Nachgang kommt diese grüne Teenote. Aber weitaus besser als Passion Fruit. Also weißt du, was witzig ist? Ich hatte ja erst meinen geraucht, also den grünen Tee, und dachte so, wow, das ist nur Grundtabak. Und dann habe ich einen Filzkopf gezogen und dachte mir, wow, das ist nur Grundtabak. Bei mir schmeckt man ja wenigstens noch ein bisschen was. Mhm. Ja, genau, zu 100%. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt an sowas denke wie den Blackburn Green Tea. Oh ja. Der ist ungefähr eine Trilliarde mal besser. Ja. Zu 100%. Kommen wir zu dem wichtigen Part heute. Zu dem meist erwartetsten. Ach so, ja, danke. Ja, ich muss nicht noch einen Zug nehmen, alles gut. Gut. Ich habe ein paar Züge genommen. Erzähl doch mal von deiner Experience mit dem Root Beer. Ich habe vergessen. Nein, Entschuldigung. Das war mein Cream Name Soda. Für Cream Soda, Nummer 125. Es war folgendermaßen: Ich habe vergessen, was ich gebaut hatte. Ich so, ja, steht ja schon ein bisschen. Dann ziehe ich da dran und dann war es schwer. Tabak zu Reis oder auch zu Aspartam. Ja. Deswegen habt ihr kein Problem damit. Ja, es ist nicht geil, aber kannst du rauchen. Also ist jetzt auch kein Flavor, den ich mir aussuchen würde, aber... Okay. Magst du den Wintergreen? Ja, Pferdesalbe-mäßig, also, ja. Das schmeckt einfach nach Rootbeer. Ja, das ist 100% Rootbeer. Da ist nichts von Vanille. Oh, ich dachte wirklich an so eine Cola-Vanille, ne? Ja, das habe ich auch gedacht. Habe ich aufgemacht, gerochen und gedacht, hast du kriegst den. Ich würde den als ein Flavor, wo ich denke, der wird den meisten Leuten nicht schmecken. Aber ich denke, einige Leute werden sogar große Fans von diesem Flavor. Was? Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Also Leute, die normal so Wintergreen und sowas in die Richtung rauchen, denen könnte, glaube ich, das auch gefallen. Ich muss dazu sagen, ich mag halt auch kein Rootbeer so. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, Leute, die halt Rootbeer feiern, die finden den Tabak auch geil. Ja. Also ich muss leider gestehen, ich habe kein Rootbeer getrunken bis jetzt. Und das Rootbeer. Ja, gut, ja. Wenn ich es weiß. Ich weiß jetzt nicht, wie nah es am Original Rootbeer ist, aber schon sehr schon? Nah. Ja. Ja. Okay, da weiß ich auch, dass Rootbeer wahrscheinlich nichts für mich ist. Ja. Aber es hat so eine leicht minzige Note noch, finde ich, oder? Ja, leicht kühle Note. Also, ja, bisschen. Aber auf jeden Fall keine Vanillenote. Nee, also die würde ich jetzt auch nicht ansatzweise andeuten. Vanille können. Ist ja auch nicht drauf, Sahne ist drauf, ne? Cream, ja, Vanille Soda. War auf dem Bild drauf, das war so mein... Echt? Ich glaube schon, oder? War Vanille? Ich glaube Vanille war mit auf dem Bild drauf. Okay, aber... Ich dachte, das war auf einem anderen, das ist so diese Cola-Dose mit dem... Ja, egal. Ja. Ja. Also auf jeden Fall Cream Soda würde normal Sahne Softdrink sein. Wollen wir noch ganz kurz unsere Favoriten machen? Ja. Willst du anfangen? Kann ich machen. Für mich Platz 1, Kenmint. Finde ich überragend getroffen. Ich würde sagen 1:1 und wird wahrscheinlich auch der Flavor sein, der bei mir am meisten in Mischungen drin sein wird. Danach für mich auch, wie ich die aus dem Ausland mag, Maraschino Cherry, auch super getroffen. Schöne Sauerkirsche, gehe ich auf jeden Fall mit. Und dann wird es für mich, glaube ich, sogar schwierig. Aber mir ist dieser, der, wie hieß nochmal der Pfirsich, der normale Pfirsich? Juicy Peach. Der ist mir sehr in Erinnerung geblieben und den fand ich echt sehr, sehr gut. Also ich glaube, den würde ich mir sogar auch nochmal holen.
dann würde ich weitermachen. Ja, für mich Top 3 jetzt in dem Tasting wären gewesen auch der Cane Mint, einfach weil es halt ja Cane Mint ist und wenn man den halt früher schon mal, ganz kurz, früher konnte man halt einfach keinen Cane Mint einfach so kaufen und mittlerweile durch die Chance, dass jetzt halt Hukain das Ganze nach Deutschland gebracht hat, ist es ganz geil, dass man endlich an Cane Mint kommt und es ist halt einfach ein geiler Mix-Tabak, so wenn man halt was angenehm Frisches im Kopf haben will, dann perfekter Tabak dafür. Dann fand ich tatsächlich noch sehr stark den Nummer 3, den Strawberry. Also für eine Erdbeere war der echt sehr geil. Und ja, auf Platz 3 wäre es bei mir tatsächlich auch der Juicy Peach, weil ich mag Pfirsich und der kommt sehr gut dran an Pfirsich. Wenn ich mal weitermachen darf, also ich würde mich anschließen, Cane Mint auf Platz 1 auf jeden Fall. Das ist die Sorte, glaube ich, auch wegen der TBD-Geschichte, die wir haben. Danach wird es ein bisschen schwierig. Ich würde Sicherheit mal auf den Blaubeere gehen. Und dann könnte ich mich aber nicht entscheiden zwischen dem Strawberry, zwischen dem Foreplay on the Peach und dem Maraschino Cherry. Da wüsste ich nichts. Aber das sind so die... Ich würde noch ganz kurz zwischengrätschen. Ich habe nämlich gerade nochmal die Hukain-Seite aufgemacht und der Alex hat da auch noch was gesehen. Ja, ich würde auf jeden Fall anstatt den Juicy Peach den Blackberry Lime. Der war echt sehr, sehr gut. Du auch? Stimmt, ja, der war auch geil. Ja, würde ich auch mitgehen. Also ja, der war auch sehr stark. Hatte ich komplett verdrängt, aber das war so ein echt überragender Flavor in meinen Augen für Tangiers-Verhältnisse. Ja. Zu 100% mit drin. Bei mir, ich kann mich nur anschließen, Cane Mint ist eine der Top 10 of all time overall Shisha-Tabaksorten. Für so viele Leute Cane Mint bei mir absolut weit oben mit dabei. Grapefruit könnte ich mir in einem Mix sehr gut vorstellen. Kiwi könnte ich mir in einem Mix sehr gut vorstellen. Wenn ich mal was Ausgefallenes haben will, der Lemongrass oder der Blaubeere. Und ansonsten für mich noch ein absoluter Klassiker, der Maraschino Cherry. Und ich muss auch den Foreplay on the Peach mit reinnehmen, weil es für mich immer noch mindblowing ist, dass mir Wassermelone schmeckt. Und allein, dass das Tangiers geschafft hat, ist schon geisteskrank. Und dann zum Abschluss noch der Blackberry Lime. Das waren alle Tangiers-Sorten in einem XXL-Tasting. Schreibt uns gerne eure Lieblings-Tangiers-Sorten oder die ersten, die ihr getestet habt, ein Fazit unten in die Kommentare. Daumen nach oben oder Abo da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Shisha XXL-Tasting-WG. Macht's gut. Macht's gut.